Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sound-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man den Synthesizer-Sound von Avicii's Wake Me Up in Silence One nachstellen kann. Ich zeige euch kurz, was ich vorbereitet habe und dann erkläre ich euch Näheres dazu. Okay, wie ihr schon seht, habe ich hier zwei Sample Sounds verwendet. Die habe ich aus dem Originaltrack rausgeschnitten. Das sind diese Gitarrensounds, die markanten. Kann ich euch auch nochmal vorspielen. Sollte jedem bekannt sein, der das Lied kennt. Und uns soll es aber heute um den Synthesizer-Sound gehen, der sich folgendermaßen anhört. Okay, würde ich sagen, öffnen wir mal ein neues Projekt und fügen ein Silence One hinzu. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die grundlegende Steuerung von FL Studio beherrscht, sonst hat es, glaube ich, wenig Sinn hier zu folgen. Ich werde jetzt nicht jede Kleinigkeit erklären. Also Channels Add One und dann Silence One, das sollte jeder hinbekommen. Ich habe vorher die Noten schon kopiert, deswegen gehe ich jetzt hier in das Piano Roll und füge meine MIDI-Noten ein. Okay. Dann bringen wir als erstes das Tempo runter auf 124, das ist die Geschwindigkeit des Originaltracks, und initialisieren hier das Preset vom Silence One. Da haben wir nur diesen einen Sägezahn-Oscillator, hören mal rein. Okay, die Grundidee ist, dass ich drei Oszillatoren verwende, den ersten für den Grundsound, den zweiten für einen mittleren Sound im mittleren Frequenzbereich, der so eine Art, ja, ein glockenmäßiger Sound wird, und den dritten Oszillator werden wir benutzen, um ein bisschen Höhen dazu zu bringen. Okay, dann fangen wir mal an. Im Oszillator A1 schalten wir die Voices auf 8. Waveform Sägezahn ist schon richtig. Retrigger können wir ausschalten und bringen das Volume mal runter auf 5, ungefähr 5. Und den Detune-Wert bringen wir hoch auf 4. Also wir verstimmen den Oscillator ein wenig. Und das Feintune bringen wir auf minus 0,05. Okay. Im anderen Oscillator schalten wir auch Retrigger aus, bringen die Voices auf 8, aber hier schalten wir die Waveform jetzt auf H-Pulse, also ein Rechteck, Rechteckswellenform mit einem vorderen kurzen Bereich und einem hinteren langen Bereich. Das ist entscheidend. Das Volume bringen wir runter auf 8, ungefähr 8, so. Detune das auch auf ungefähr 2. Ja, okay. Und hören uns das Ganze mal an. Man hört jetzt, dass der Sound überhaupt keinen Abklingen hat, weil wir hier den Release auf 0 haben. Also bringen wir das Release ein bisschen hoch auf 2,75. Entschuldigung, 2,57. Hören nochmal rein. Okay, jetzt hat das ein bisschen ein Ausklingen. Ja, aber man hört jetzt, dass es wirklich sich nur im mittleren Bereich abspielt, ein relativ langweiliger Sound ist. Deswegen werden wir jetzt versuchen, noch einen hohen Tonbereich reinzubringen. Und das machen wir mit dem Oscillator B1. Den machen wir wieder auf Sägezahn, ist hier schon der Fall, bringen die Voices hoch auf 8, schalten Retrigger aus und jetzt bringen wir hier den Pitch eine Oktave nach oben, um einen höheren Sound als im ersten Oscillator zu erzeugen, und das Volume bringen wir
runter auf 7 ungefähr. Den Detune-Wert bringen wir auf ungefähr 4. Und das Feintune diesmal auf plus 0,05. Okay. In dem Fall müssen wir auch wieder hier an dem Release was machen, sonst wird der Sound ziemlich abgehackt klingen. Und ich möchte gern, dass dieser hohe Sound ein bisschen länger klingt als der, als die Basis. Deswegen werde ich hier das Release wesentlich höher ansetzen. Auf ungefähr 5,33 ist okay. So, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass dieser Oscillator B1 auch durch den Filter geht, mit dem wir das Ganze jetzt shapen wollen. Also muss ich hier das Input Select von Filter A auf A und B schalten. Da sieht man hier auf dem kleinen Schaubild, dass jetzt beide Oszillatoren oder alle drei Oszillatoren durch den Filter A gehen. Den Typ stelle ich auf Low Pass, also einen Tiefpassfilter, und achte darauf, dass der auf 24 dB steht. Das Cutoff bringe ich ganz nach oben, also voll aufdrehen, und den Drive auf ungefähr 3. Okay. So, und das jetzt euch überlassen, wie ihr jetzt mit dem Filter Control hier das Ganze noch ein bisschen verfeinert. Da könnt ihr die Resonance noch hochbringen. Bringe ich mal auf 8 ungefähr. Und diesen Warm Drive Button würde ich auch einschalten. Der glättet das ganze Signal ein wenig. Ja, Cutoff, den müsst ihr dann nach Belieben aufdrehen, wie euch der Sound am besten gefällt. Also im oberen Bereich reagiert er dann sowieso nicht mehr, da verändert sich nichts mehr. Okay, hören wir mal rein. Ja, das klingt schon sehr schön. Ich würde jetzt auf jeden Fall noch einen Equalizer reinbringen, den hier aktivieren und die Höhen betonen. Dazu bringe ich die Frequenz auf ungefähr 930. Ja, und betone das Ganze mit ungefähr 11 dB. Okay, hören wir auch nochmal rein. Okay, klingt sehr schön. Ein Reverb würde ich auch noch reinbringen. Da würde ich ungefähr das Ganze, weiß ich jetzt keine genauen Werte. Stellt das ungefähr ein, wie euch das am besten gefällt. Sag mal, ein bisschen Dämpfung noch rein. Ich denke, das ist okay so. Gut, dann hören wir auch nochmal rein. Ja, ich denke, es kommt dem Originalsound schon sehr, sehr nah. Da lässt sich sicherlich noch einiges verbessern. Ich habe jetzt nach bestem Wissen und Gewissen versucht, den Sound nachzustellen. Ja, ich kann euch kurz noch zeigen, wie das in meinem Arrangement angeordnet ist. Denn da wird ja noch ein bisschen Sidechaining betrieben hier. Da benutze ich... diesen P-Controller, hat sich für mich eigentlich als am einfachsten herausgestellt. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, würde ich vielleicht auch, wenn die Nachfrage da ist, ein Tutorial dazu machen, kleines, wie man vernünftige Sidechain hinbekommt. Und ja, wie man vielleicht ein bisschen was mastert, wie man mit Kompressoren und Limitern umgeht. Könnte ich euch dann auch noch zeigen. Und hier habe ich noch einen Bass-Sound hinzugefügt. Ganz simpel, der spielt einfach die Bassnoten, die hier in der Gitarre im Gitarrensound vorkommen. Hab dazu eine Bassdrum gebaut aus zwei verschiedenen, aus einer Soft Bassdrum und einem, der ein bisschen Tiefe gibt. Und habe dann ein offenes Hi-Hat auf den Offbeat, also auf Takt 2 und 4 gebracht.
Okay, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Schreibt mir in die Kommentare, liked das Ganze, abonniert mich, macht, was ihr wollt, versucht es nachzumachen, versucht was Neues, sagt mir, was ich besser machen kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dann, ciao, ciao.